Yo, tschüss, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play und zu einem neunten Let's Play Minecraft Pocket Edition. Yo. Ich wollte jetzt gerade noch irgendwas sagen. Eigentlich Minecraft Pocket Edition, aber das ergab keinen Sinn. Ich weiß gerade nicht warum. Keine Ahnung, ist egal. Wir haben einen coolen Tipp bekommen und ich muss ganz kurz nochmal gucken, von wem der ist. Wie wir denn wieder hier rauskommen aus dem Nether? Dafür müssen wir zwar erstmal. Ja, jetzt höre ich meine eigene Stimme. Das ist geil. Moment, Moment, Moment. Wir müssen das Video stoppen. Stopp das Video. Warum geht das nicht? Verarschen? Nee, okay. Mein Browser spinnt gerade rum. Genau hier. Tarnpignon 15. So wie Champignon, bloß mit Tarn davor. Mann, was macht denn, Alter? Was macht hier gerade mein. Mein Browser macht gerade Scheiße. Gut. Jetzt haben wir das wieder geklärt. Ich hoffe, ihr konntet mich verstehen. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob Audacity auch den Sound vom PC aufnimmt. Das wäre doof. Jo, auf jeden Fall. Brauchen wir eben Schienen und Glowstone. Glowstone haben wir. Wir brauchen noch eine Schiene und ein Minecart. Wir haben das Eisen da gelassen. Wir müssen also auf jeden Fall zurück. Also Tarnpignon 15, was auch immer ich auch gerade gesagt habe. Auf jeden Fall dieser Typ, wenn ich das mal so sagen darf. Der nette Kerl hat uns einen kleinen Trick in die Kommentare geschrieben. Und den werden wir jetzt einfach mal versuchen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall, wie schon gesagt, ein bisschen Eisen. Und müssen uns eine Schiene machen. Eine Schiene und ein Minecart. So. Haben wir auf jeden Fall die Utensilien für. Das ist ja schon mal gut. Ich dachte schon, daran wird es scheitern. Aber nein. Wir haben es. So, Schienen haben wir. Ein bisschen viel, aber dann können wir vielleicht später nochmal was draus machen. Was können wir hier noch wegmachen? Komm, wir tun den Seelensand hier einfach mal in die Kiste rein. So. Das weiß ich auch. Wir haben das Minecart gerade mit reingetan, glaube ich. Genau. So, und jetzt machen wir uns noch mal ein bisschen Glowstone. Ja, ja, da liegt es natürlich hier rum. Da tun wir einfach mal das Glowstone-Pulver hier rein. Hatten wir da schon was? Nee, komisch. So, okay, und jetzt haben wir noch Glowstone. Wir gehen jetzt mal wieder zurück in den Nether. Tut mir leid, Zombie, du kriegst mich jetzt nicht. Ich muss in den Nether. Tut mir leid. Tut mir leid. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich bin gerade ein bisschen verpeilt. Aber er hat uns einen X-Ray-Mod. X-Ray-Dingens, wo wir ein bisschen X-Rayen können, ne, wisst ihr? Wo wir durch Wände schauen können. Hat er uns gezeigt, so einen kleinen Trick. Oder in die Kommentare geschrieben, wie schon gesagt. Finden wir den Gang jetzt wieder? Ich glaube, wir hätten geradeaus laufen müssen. Ja, hätten wir. Ja, wir brauchen also einen zwei Gänge breiten Gang oder wie auch immer. Wir können das aber eigentlich immer machen und überall. Das heißt, wir machen uns jetzt hier einfach mal so einen Gang rein. So. Eigentlich ist es egal, wie weit. Das Problem ist nur, dass wir dann den Gang halt mit sehen. Also zwei breit muss auf jeden Fall sein. So, wir setzen jetzt hier das hin. Setzen darauf das Minecart, soweit ich das... Oder ich habe es schon ausprobiert, deswegen weiß ich auch, dass es funktioniert. Zumindest im Creative. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Schaden bekommen. Nein, bekommen wir nicht. Das ist gut. Hier sehen wir nämlich jetzt, wo was ist. Okay, das war jetzt sehr schlau. Deswegen ist ein zweigängiger breiter Gang vielleicht auch nicht so gut. Okay, wir haben das Minecart wiederbekommen, das ist schon mal gut. So, nicht bewegen. Oh, was ist denn das, Ich wollte mich jetzt nicht bewegen. Ich hoffe mir das irgendwie so, dass wir nach dort gucken. So ein bisschen. Nee. Hä, was ist denn das jetzt? Gerade eben hat es doch ganz gut funktioniert. Man darf sich nur nicht umschauen. Zumindest nicht in die Richtung. Aber ich will da hinschauen. Ich will. Okay. Also wir können jetzt ein bisschen gucken. Die Sichtweite ist schon sehr hoch gestellt. Das ist das Problem. Wir sehen nämlich trotzdem nichts. Wir sehen hier diese einzelnen Lavafälle, die wir jetzt schon ein paar Mal entdeckt haben. Und sonst sehen wir nichts. Das ist ein bisschen scheiße gerade. Wir machen das hier nochmal weg und setzen das einzelne rüber, damit wir auch mal nach dort gucken können. Ich nehme mal an, dass das dann funktioniert. Logischerweise. Na, was ist das jetzt wegen dem Glowstone oder was? Willst du mich trollen, ey? Komm jetzt, weil da was auf der Schiene liegt, können wir das Minecart da nicht hinsetzen, euer Ernst. Ganz kurz weg und nehmen das auf, wenn es gerecht, wenn es recht ist. So. Hier ist einfach nichts Großes, das sind nur diese kleinen Höhlen, wo wir überall schon waren. Na geil. Wir werden also jetzt in nächster Zeit trotzdem nicht aus dem Nether kommen. Geil. Geiler Scheiß. Damit habe ich jetzt ernsthaft nicht gerechnet. Und das ist nicht gerade praktisch. Wir graben uns hier erstmal wieder raus. Ich hoffe, das war die richtige Richtung eigentlich schon. Ja. Wir werden jetzt irgendwo hingehen. Wir gehen jetzt durch den, wo wir vorhin waren. Das, weil, naja, wenn wir in einer
an einer anderen Stelle sind, haben wir vielleicht auch, oder haben wir logischerweise auch eine andere, dieselbe Sichtweite, aber halt an einem anderen Punkt. Und dann können wir vielleicht noch ein bisschen was sehen, was weiter weg ist, von dem Punkt jetzt hier aus. Naja, müssen wir mal schauen. Ich hoffe, dass wir jetzt überhaupt mal irgendwas finden. Morgen Pikmin, was geht? Ich weiß gar nicht, ob ihr im Nether überhaupt einen Morgen kennt. Oh, oder kennt ihr noch nicht? Aber so, hier haben wir ja unseren endlosen Gang. Na geil. Es nervt mich, dass wir hier, dass es so scheiße ist mit dem Nether, ey. Das kotzt mich ernsthaft richtig hart an. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Das ist so traurig. So. Unseren kleinen Trick, den wir dann dank dem Tampion gesehen haben. Ich finde den Namen lustig. Jetzt. Oh, wir können uns rumdrehen, ohne dass was passiert. Aber das bringt uns einen Scheißdreck, wenn ich das mal so sagen darf. Wir könnten hier mal noch was hinsetzen. Vielleicht geht das. Nee, geht nicht. Schade. Ja, okay, das ist der Glowstone. Aua. Hey, wir kommen nicht mehr raus. Ach so. Hä? Hey, warum wohl? Okay. Ach, das ist doch alles scheiße. Geh nochmal hier lang. Vielleicht sehen wir hier noch irgendwas auf der Seite. Da konnten wir jetzt vielleicht durchgucken. Ja. Nichts. Einfach nichts, ne? Jetzt ist einfach nichts. Davon muss ich jetzt mal einen Screenshot machen. Einfach vom nächsten Screenshot machen. Von fast nichts. Das sind ein paar Lavafelder. Geiler Scheiß, Alter. Geiler Scheiß. Das ist doch... Nee, was ist denn das, ey? Habt ihr noch irgendeine Idee, wie wir rauskommen können und dass wir uns so weit graben müssen? Das Schlimme ist ja, egal wie weit wir uns graben, wir wissen überhaupt nicht, in welche Richtung wir uns graben müssen. Wir können uns sonst wie weit graben, wir wissen ja noch nicht mal, wo lang. Also irgendwann wird wahrscheinlich in jeder Richtung was kommen, aber das ist doch so auswegslos. Oh, ausweglos, ausweglos? Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall gerade scheiße. Ich würde auf jeden Fall auf der Höhe bleiben. Ich habe mal geguckt, auf welcher Höhe so die Lava ist. Eigentlich so normale Höhe, wie auch Wasser in der normalen Welt ist. Das heißt, wir sollten schon relativ hoch bleiben. Sonst sind wir einfach unterirdisch. Das heißt, wir werden das, was wir bis jetzt gemacht haben, einfach wieder machen. Und ich glaube, ich habe es beim letzten Mal vergessen, ein bisschen schneller zu machen, fällt mir gerade ein. Das wollte ich ja eigentlich machen. Wisst ihr was, das machen wir jetzt einfach. Ab jetzt werde ich ein bisschen Speed reinbringen und wir machen das jetzt einfach mal schneller. Freunde, das musste natürlich kommen, wenn ich so eine Speed-Aufnahme mache. Wir sind gestorben.
Ich glaube, ich werde das Ganze gleich nochmal speeden, damit wir zum Ausgangspunkt zurückkommen. Und das sind ganze Stücke. Und ich habe keine Lust da drauf. Mann, aber ich werde das nochmal speed reinhauen. Freunde, ich werde das Ganze jetzt hier beenden. Ich glaube, ich tue uns beiden, was jetzt beiden, uns allen einen Gefallen, wenn ich jetzt hier Schluss mache. Und wir gehen im nächsten Let's Play zurück. Ich habe jetzt keine Lust mehr, das in diesem Let's Play zu machen. Vor allem, was wahrscheinlich schon ein bisschen lang ist, auch wenn ich es gespeedet habe. Bei mir sind es jetzt 20 Minuten, die ich aufgenommen habe insgesamt. Bei euch wahrscheinlich weniger, logischerweise. Ich hoffe, ich habe jetzt auch alles gespeedet und habe nicht irgendwas vergessen. Wenn doch, dann ist es so, sorry. Irgendwie finden wir hier einfach mal überhaupt nichts und das ist einfach nicht schön. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal hier kurz X-Ray machen, aber das ging nicht, weil wir keine Schienen mehr haben, weil wir die wahrscheinlich gerade in der Lava verloren haben. Ich habe keinen Plan, wir müssen uns irgendwann nochmal weiterbauen, aber wir werden jetzt in den nächsten Let's Plays wahrscheinlich erstmal weitermachen in der normalen Welt, weil ich jetzt einfach keine Lust mehr auf den in der Lava, weil ich einfach verzweifelt bin. Ich weiß ernsthaft nicht mehr, was ich machen soll, um hier rauszukommen. Das ist einfach eine scheiß... Wir haben uns einen Scheiß-Seed rausgesucht, ernsthaft. Ein richtig Scheiß-Seed. Egal, danke fürs Zusehen, Leute. Schau mal bei Facebook, Twitter, Instagram. Tschüss.